Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es ja gerade schon in meiner Story gesagt, bei YouTube hier auch. Orkan-Tief Sabine ist auf dem Weg zu uns und die bringt richtig was mit. Die bläst richtig gut, also richtig stark, der Orkan. Und da solltet ihr einige Vorkehrungen treffen in den Mittelgebirgen. Es sind teilweise Orkanböen bis zu 180 Stundenkilometer erwartet. Ab 800 Meter wird es also richtig kritisch, aber auch im Flachland bekommen wir richtig was ab. Momentan ist Orkan Sabine über den Nordatlantik auf dem Weg zu uns und wird im Laufe des Sonntags bei uns eintreffen. Ihr habt also noch genügend Zeit, euch vorzubereiten. Ich bringe das Video jetzt hier auf Freitagabend. Ihr könnt also am Samstag Vorkehrungen treffen, draußen euren Hof, euren Garten schon mal ein bisschen sturmfest machen. Ich gebe euch gleich nochmal Tipps dazu. Und vorab möchte ich auch sagen, der Orkan ist bis Montag im Laufe des Vormittags, Nachmittags akut bei uns zugange. Wenn ich unbedingt muss, sollte das Haus nicht verlassen. Und wenn ja, passt auf, dann vor abfallenden Baumstämmen, Ästen, Dachziegeln etc. Wenn hier so Dachziegel vom Haus kommt und euch auf die Murmel umfällt, tut das richtig weh. Ich werde selbst auch gucken. Ich denke mal, dass ich am Montag nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ich möchte auch nicht umfallen, das würde ich euch vielleicht auch irgendwie nahelegen, wenn es geht, vielleicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Und selbstverständlich sollte man aber auch zu Hause ein bisschen was machen. Unter anderem jetzt, wir haben Glück, wir haben Winter, da habt ihr nicht ganz so viel draußen im Garten, man muss also vielleicht nicht ganz so viel sicher machen. Stichwort Terrassenmöbel zum Beispiel sind vielleicht eingelagert. Wenn nein, packt sie ein bisschen weg. Ich habe hier immer so ein paar kleine Möbel, die wir jetzt im Winter noch draußen haben. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Die habe ich jetzt hier flach geschützt, hinten hingelegt. Die Terrasse ist etwas erhöht. Da kommt also kein Wind hin. Die können so nicht umfallen. Das gleiche gilt jetzt hier für Pflanzen, die im Topf sind und draußen überwintert werden. Es ist ohnehin gut, die ans Haus zu stellen, weil da ein bisschen die Wärme vom Haus abstrahlt und die Pflanzen dann ohnehin den Witterung nicht so ausgesetzt sind. Aber jetzt besonders wichtig wegen dem Sturm. Das heißt, hier sind sie windgeschützt, da kann relativ wenig passieren. Wenn also bei euch noch irgendwo Pflanzen rumstehen, die umkippen können und dann vielleicht der Topf kaputt geht, etwas ärgerlich wäre, stellt sie irgendwo einfach ein bisschen geschützt hin. Das gleiche, wenn ihr vielleicht zum Beispiel Fahrräder draußen stehen habt, holt ihr irgendwo rein, stellt sie ein bisschen geschützt dahin. Das ist auf jeden Fall auch ganz sinnvoll, denn Fahrräder, die, wenn sie auch in so einem Ständer angeschlossen sind, die knicken euch weg, dann ist der Reifen kaputt. Also auch da würde ich euch nahelegen, einfach ein bisschen aufzupassen. Das gleiche gilt, falls irgendwelche Gartengeräte im Garten sind oder irgendwas. Ich gehe davon aus, dass jetzt keiner mehr ein Pavillon oder Zelt aufgebaut hat. Falls doch, baut es ab, sonst ist es weg. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Und jetzt gehen wir hier auch mal durch meinen Gymcords und kommen gleich auf den Hof raus. Nämlich Stichwort Mülltonnen. Hier könnt ihr sie schon sehen. Auch die solltet ihr irgendwo so ein bisschen an die Hauswand stellen, sodass die nicht durch die Gegend fliegen. Bei uns sind sie jetzt gerade erst abgeholt worden. Das heißt, sie sind extrem leicht und sind sehr windanfällig und fliegen dann durch die Gegend. Das möchten wir natürlich vermeiden. Von daher hier geschützt am Haus. Guckt einfach nochmal so durch bei euch auf Grundstück, Haus und Garten. Alles, was lose ist, das sollte festgemacht werden oder irgendwo untergestellt werden, wo es sicher steht, wo der Wind da nicht hinkommt. Ja, bis Montag soll Orkan Sabine anhalten. Danach ist aber auch keine Ruhe in Sicht. Geht es dann wieder weiter mit den nächsten Orkanböen. Die sind dann allerdings nicht mehr ganz so heftig und es wird etwas besser. Das heißt, wenn ihr den Sonntag und den Montag überstanden habt, dann sollte Dienstag vielleicht auch nicht mehr so viel passieren. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass alle gut durch den Orkan kommen, dass keine Schäden an Leib und Leben und natürlich auch keine Sachschäden bei euch entstehen. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr euch vor dem Orkan so ein bisschen schützt und wenn irgendwas bei euch passiert ist, könnt ihr das ja auch unten mal in den Kommentaren loswerden. Vielleicht dient das dann auch als Hinweis für andere Leute, wie man es besser machen kann, worauf ich vielleicht nicht geachtet habe, dass man den Fehler kein zweites Mal macht. Ja, das war's. Wollen wir hoffen, dass alles gut geht. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.